Das sind aber doch Krabben. Die stinken bis hierher. Das ist aber echt auch gefährlich. Ne? Das ist, also das ist gefährlich. Da kannst du ihn ins Krankenhaus befördern, auf alle Fälle. Also, ready to go. Wie geschaffen wir uns? Cooler Laden. Switchen wir ein bisschen, oder? Ist mal richtig was los hier, ne? Mal richtig was los. Also, ich hätte gern zweimal, also zwei von den Chimichangas. Ich mach's nicht kompliziert. Enchilada bitte vegetarisch. Und ich hätte gern die Scampi-Spieße mit Cocktail-Dip, bitte. Das wär's erstmal. Vorspeise, Rotkohl mit Aioli oder mit Kräuterbutter. Schon Zwiebelringe. Zwiebelringe mit Dip. Das ist alles? Ja, das ist alles. Oh. Und gib alles und du sitzt in die Kochbrot, wie du weißt, ne? Also die sind knusprig und kalt. Und die sind saftig und fettig. This is dangerous. Open up your head, feel the show shot. This is dangerous. I walk through my fears and watch your head rock. Oh. Gut, das kann ich spielen bei mir, ne? Dankeschön. Ja, wunderbar. Ja, das sind aber doch Krabben. Die stinken bis hierher. Das ist aber echt auch gefährlich. Ne? Das ist, also das ist gefährlich. Da kannst du jemanden ins Krankenhaus befördern, auf alle Fälle. Aber der Vorteil bei der Soße ist, die kann eigentlich kaum schlecht werden, weil da sind so viele Konservierungsstoffe und E's und sonst was drin. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Mein Essen war ziemlich mies. Ich finde es auch für 10,40 ein bisschen Unverschämtheit, weil da ist nichts dran. Aber Männer, damit ist eins klar, ne? Damit ist eins ganz klar. Sollen wir morgen mal weiter? Wir sind gefragt. Morgen neuer Auftrag. Klar. Meinst du, die haben Bock auf uns? Viva la Mexico, die haben Bock auf uns zu haben. Moin, moin. Hallo. Mahlzeit. Moin. Hallo. Stefan, komm, wir waren gestern hier essen. Und erstmal vielen Dank, dass du so spät noch was gemacht hast. Wir waren ein bisschen spät dran. Aber das waren einfach ein paar Sachen. Wir würden dir gern ein bisschen unter die Arme greifen. Okay. Ja? Das wäre es eigentlich schon. Wenn wir dir helfen dürfen, würde es uns Freude machen. Und ich glaube, wir können mit deiner riesengroßen Karte ein bisschen was zusammenschreiben. Dann würde ich sagen, teilen wir uns mal ein bisschen auf. Ich würde gerne mal im Gastraum draußen ein bisschen gucken, was da alles abgeht. Wir checken hier durch. Weil da war ja gestern die Hölle los hier in dem Laden. Das hat ja alles wie Katzenfutter. Oder Katzenfutter. Katzenfutter. Katzenfutter ist mir. Schau dir das mal an. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, Katzenfutter. Macht ihr euer Hackfleisch nicht selber? Nee. Also das müsst ihr machen. Weil ich kann sonst nicht arbeiten. Wie das schon riecht, schau mal, wie das aussieht. Darf ich es weghauen? Okay, was gibt's noch zu entdecken? Ja, dann haben wir hier vorne noch einen Grill, der schon etwas länger nicht in Betrieb ist. Ein Grill? Ja, das ist irgendwie unsere Rumpelecke geworden, weil der Grill nicht mehr in Betrieb ist. Mit Abzug, alles drumherum, ist voll nutzbar auch, oder? Voll nutzbar, funktioniert. Und das wird sich halt super anbieten, auch für mexikanische Küche. Irgendwie Fleisch, ein bisschen Fisch vielleicht, zack, zack, vom Grill.
damit frittieren die Jungs, gell? Ja, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, die brauchen ein anderes Fett. Warum ist das Fett auch so dunkel? Ja. Verstehst du, es kostet zwar ein paar Mark mehr oder ein paar Euro mehr. Goldflocke. Aber es hält dir halt 15 Mal so lange. Ja, Logo. Die Küche ist jetzt eine Katastrophe, ne? Ich weiß nicht mehr, wo sind die Teller oder eine Loffe oder. Er wird es morgen sehen, was wir machen und übermorgen verstehen. Alles schön sauber machen und wir sind. Okay? Okay. Wir sind gleich wieder da. Wir ändern jetzt deine Karte. Ich hoffe, es ist okay. Hey Mario. Wir müssen mal kurz Karte machen. Warte mal, was ist denn da los? Karte, ja, gerne. Wir haben hier schon mal ein bisschen sauber gemact. Aber schau, was ich gefunden habe. Wie geil ist denn das? Das ist ja der Hammer. Super, oder? Mit Abzugshaube. Mit allem drum und dran. Und Holzkohle. Das Baby wird gebraucht auf alle Fälle. Ja, wunderbar. Also geil. Komm, machen wir schnell Karte. Jo. Dann wollen wir mal das Gebetbuch also, ein bisschen altes kürzen, Problem, ja. Jungs, die Karte ist, du sagst das Gebetbuch. Ja. Also, vor allem, also das heißt straffen, ja? Den Grill müssen wir aktivieren, unbedingt, weil das ist ja super. Super, da machen wir eine Grillstation hier draus, eine Fajita-Station. Ossa, 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 ossa. Fiesta, fiesta mexicana, heute gebe ich zum Abschied für alle ein. Okay. Ich gehe gerne einkaufen, aber dann müssen wir eine Liste zusammenschreiben und dann schnappe ich mir vielleicht den Markus, der weiß vielleicht, wo man hier einkaufen kann und dann hau ich ab. Also wenn du einkaufen gehst, zeig dem Markus mal so frische Kräuter und zeig ihm mal Koriander und erzähl mal was über Mexiko. Okay. Alter Mexikaner. Auf jeden Fall allgemein, dass man frische auch Produkte die auch in die Küche. Auch die Convenience ein bisschen mit frischen Sachen aufpeppen. Genau. Okay. Nach dir. Du kennst dich ja bestens aus, oder? Denke mir, die Strecke kenne ich auch im Schlaf. Du weißt, wo wir alles kriegen? Ich meine, hier sind wir natürlich mal wieder in der Tiefkühlabteilung. Ja. Convenience ist ja bei dir auch ein Thema. Wir wollen ein bisschen wegkommen davon. Ja. Hey, willkommen im Fleischland. Na gut, das wird uns wohl reichen, denke ich mir. Das ist natürlich die beste Art, sagen wir mal, sein Fleisch reifen zu lassen. Ja. Wenn du dich selber auf alle vier stellen würdest, hast du oben halt den Rücken. Ja. Das ist im Prinzip das hier. Das ist oben. Hier war mal die Schwarte drauf. Ja. Hier geht es hoch zum Kopf. Ja. Man spricht dann auch vom Nacken. Und dann hier unten drunter, das ist jetzt noch so das kleine Bonbon dabei. Hier ist noch das Filet unten drin. Und dann tut er einfach die Pilze da rein. Ja. Aus der Dose da rein. Ja. Vorher. Oh. Also jetzt die Pilze reinschaffen. Kurzer Prozess. Schinken rein, Pilze rein. War das abgegossen? Ja, ist abgegossen. Aber nicht alle, oder? Ein bisschen. Das ist ja echt Hardcore Cooking hier. Das ist das Coole, wenn die Kochprofis da sind. Wir geben die Tipps und beraten beim Einkauf. Und tragen müssen immer die mitgehen. Gut so. Okay. Hätte ich gedacht, besser aufgepasst, hätte ich einen Job gekriegt. Ich helfe dir aber trotzdem. Boah, komm weg. Weg. Schau mal, weg. Komplett am Ende, voll verbrannt. Frostbrand, hau weg. Die Scheiße. Master Blockers. Die sind fertig, die können wir jetzt servieren, glaube ich. Ey, wie sieht's denn hier schon aus? Ja, hallihallo. Hey. Hallihallo. Hallöchen. Unglaublich. Was hast du da? Frittierfett, mein Gott. Das kannst du gerne mal her, Don. Beide Eimer. Hau mal gleich hierher. Dann. Hey, das Kühlhaus ist total verwirrt. Das Kühlhaus ist total verwirrt, weiß gar nicht, was es machen will. Das dreht durch vor Freude da drin. Jetzt, wenn du in die Küche reingehst, alles, was du riechst, ist Pommesfett. Und morgen, wenn du in die Küche reingehst, wird es nach frischen Kräutern riechen, nach Knoblauch, ja, einfach nach gutem, normalen Essen. Also das ganze Zeug wird morgen rausfliegen. Servus. Schlaf gut. Stefan, bis morgen. Stefan. Fit sein morgen, gell? Bis morgen. Schön schlafen. Morgen wird anstrengender Tag. Morgen! Morgen, Männer! Morgen! Oh! Hey, ihr habt ja voll umgebaut hier! Cool! Brav! Hier, wir haben Geschenke für euch, ne?
Hier, eine richtige Pfanne. Geschenke. Da kannst du mal loslegen. Servus. Morgen. So, machen wir mal schnell Schlachtplan. Schlachtplan. Leute. Ich möchte gerne das ganze Fleisch zum Grillen einlegen, den Fisch einlegen, die Scampi-Spieße einlegen. Würde okay. Ich gerne machen. Dann brauchen wir noch einen Dipmaster. Pimp my Salsa. Machst du? Dann mache ich Chili con Carne und Gemüse hier schneiden das ganze Zeug. Du nimmst es einfach so, wie es ist, in der Schale, und haust nur einmal so hinten ganz ein bisschen, genau, den hier. Dann bleibt die Schale, es ist nur, dass es ein wenig Geschmack abgibt. Koriander? Kennst du gar nicht? Nein. Du schon, oder? Ja. Das ist Cilantro. Kennst du gar nicht? Nein, gar nicht. Aber es ist ein mexikanisches Grundprodukt. Und das schneiden wir jetzt fein, auch für unsere Salsa. Und da muss man jetzt, anders wie bei der Petersilie, muss man jetzt die Stängel gar nicht aussortieren, weil die Stängel haben nämlich mehr Power als die Blätter. Wenn der Fisch aufgeraut ist und er steht so in einem Saft drin, dann tust du dir selber und deinen Gästen den Gefallen und spülst ihn einfach einmal kurz mit klarem, kaltem Wasser ab. Ja? Dann ist das ganze Auftauwasser, der ganze Siff, ist einfach entfernt und du hast einen sauberen Fisch. Du verlängerst die Haltbarkeit des Fisches, weil du die ganzen Mikrobakterien natürlich auch wegspülst. Und er bleibt dir, sag mal, einen halben Tag länger haltbar. Ich gehe raus, mach Deko-Paste bitte auf meinen Super-Chili auf. Jawohl. Das macht es nämlich aus. Ne? Das muss man in zwei Pfannen kochen, dass es ein bisschen überkochen kann. Ja, und dann für das Restaroma. Zum Schluss das Saubenkippen ist richtig gute Sache. Das machen wir schon. Und ich wird schon. Das reduziert jetzt ein und das wird. Und ich komme nachher noch rein, mach die Guacamole. Gut. Ja, also bis dann. Jo, ciao. Mexiko. Dieses Ding wurde halt ewig nicht mehr benutzt und nachdem sie es benutzt haben, wurde es nicht sauber gemacht. Und es ist richtig verkrustet, richtig versteinertes Teil. Barbecue-Soße, Packung auf, Inhalt in die Schüssel. Ein Löffel Honig, Saft einer Orange und Saft einer Limette und etwas Tabasco. Und wir haben das Fertigprodukt bis zur Unkenntlichkeit verbessert. Hier schaltest du jetzt runter, Knochen, Knochen und dazwischen triffst du es einfach, genau. Und jetzt kommt irgendwann der Punkt, wo du hier auf das Mittelteil vom Rücken stößt. Schau, ist noch zusammen. Ja. Und jetzt? Jawohl. Und das legen wir jetzt auch ein in Olivenöl, gedrückten Knoblauch, ein bisschen Chili, Thymian und Rosmarin. Schauen wir gerade mal rein. Jetzt schau, dann machst du jetzt den Test. Nimmst du einen Löffel und tauchst hier ein und siehst auf deinem Messerrücken, die ist gebunden. Ja? Wenn du jetzt kleine Bläschen hättest, dann hätte sie die Grätsche gemacht. Da hätte es auch einen Trick gegeben, wie man sie wieder zusammenkriegt mit heißem Wasser zum Beispiel. Fast schade, dass es jetzt geklappt hat. Hätte ich dir nämlich zeigen können, wie sie nicht klappt, weil ich nehme fast an, wenn ich wieder draußen bin, klappt es beim ersten Mal nicht. Ja, hast du super gemacht. Wunderbar. Mir geht's super. Ich bin on fire. I wish I had an angel for one moment of love. I wish I had your angel tonight. Schwarzen Bohnen haben wir nicht gekocht. Dann mal los. Wie sind die? Stefan, wo sind die schwarzen Bohnen? Das ist halt geil, wenn man eine halbe Stunde vor Service die Karte bekommt, oder? Wir sind richtig gut unorganisiert, kann man so sagen, ja.
müsst doch mal, dann schreibt doch mal eine 1 hin einfach. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerichte. Auf einmal. Auf einem Blatt Papier. Besser noch als die Soßen, so frisch. Also man kann das nicht beschreiben. Also ist wirklich super, wirklich. Jetzt geht's wieder, oder Leute? Ja, jetzt ist prima. Kommen wir langsam raus, oder? Manuel, cool? Ist normal am Anfang, oder? Alles cool wieder? Jetzt gehe ich mit dem Gefühl raus, dass ich den Jungs einfach ihre Verantwortung ein bisschen näher gebracht habe, dass es hier um Kochen geht und nicht nur um die Zusammenstellung von irgendwelchen Industriequatsch, den einem einer vor die Nase stellt. Also Leute, eine kurze Ansage. Wir übergeben das Zepter an den Manuel und an den Stefan. Nein, Stefan, die haben sich toll geschlagen. Die waren perfekt. Es dauert vielleicht noch ein, zwei Tage, bis sich das alles eingespielt hat. Aber die Kochprofis sind jetzt raus! Ciao!